Pünktlich zur ersten Pause des Tages melden wir uns zurück von der Concord Million. 51 Spieler sind noch dabei von 73, die gestartet sind. Und einer, der immer noch hoffen darf, dass es am Ende ganz, ganz großes Geld gibt, ist der Mann zu meiner Rechten, Christopher Frank. Hallo. Ich grüße dich. Lange nicht im Gespräch gehabt. Ja. Wie läuft es denn bei dir? Du machst so ein bisschen so einen shorten Eindruck irgendwie. Ja, ich meine, ich hatte gestern einmal viel, dann habe ich ein bisschen eine Hand vielleicht nicht so gut gespielt und dann, ja, seitdem bin ich recht short. Jetzt habe ich gerade 20 Blinds fürs nächste Blind-Level, also nicht viel passiert heute. Einmal gedoppelt und sonst ein paar kleine Pots verloren. Das heißt, es wird jetzt ab und zu nochmal reingehen bei dir? Ja, ich meine, ich weiß sehr genau, was ich jetzt machen werde mit dem 20 Big Blind Stack. Also ich fühle mich confident, ich werde die richtige Entscheidung treffen wahrscheinlich, aber es geht natürlich dann schnell mal rein, kann auch schnell vorbei sein, ja. Kann schnell vorbei sein, wir hoffen es nicht. Was sagst du überhaupt zur Struktur und dem ganzen Event? Also ich finde, es ist eigentlich ein ziemlich cooles Event. Also das 10-Handed an Tag 2 ist vielleicht nicht so geil, also ansonsten ist eigentlich alles ziemlich cool. Die Startflights in den unterschiedlichen Casinos, dass es die Blinds runtergehen und dann eben die Leute ziemlich viel Spielspaß bekommen, wenn sie ins Finale kommen. Und ja, es ist ein cooles Event, großes Feld mit vielen Spielern, die vielleicht nicht so oft große Events spielen. Also macht Spaß, hier zu sein. Na fein, das klingt doch vernünftig. Dann ab in die Pause mit dir, tank noch ein bisschen auf und dann hoffen wir, dass du noch ein bisschen aufbauen kannst. Vielen Dank. Viel Erfolg. Dankeschön.